Klassische Musik und Hochleistungsinformatik sind normalerweise zwei Bereiche, die nicht in einem Atemzug genannt werden. Ganz anders bei Meinhard Müller. Er gehört zu den Spitzenforschern im Informatik-Exzellenzcluster in Saarbrücken. Musik ist nicht nur sein Hobby und seine Leidenschaft, sondern auch eines seiner speziellen Forschungsgebiete. Wie finde ich Musik im weit verzweigten Internet? Das war eine der Ausgangsfragen für den Wissenschaftler. Nichts scheint einfacher zu sein als dies, auf den ersten Blick. Sobald das entsprechende Musikstück in großen Suchmaschinen eingegeben ist, findet das Programm die entsprechenden Seiten im Internet. Das Problem? Auch die besten Suchmaschinen der Welt können nicht nach der Musik an sich Ausschau halten, sondern finden nur Textverweise. Für Meinhard Müller bestand nun die Herausforderung, Google-artige Suchmaschinen für Musik zu realisieren, die eben nicht auf textuellen Annotationen basieren, sondern nur die Daten an sich verwenden, um Suchanfragen bearbeiten zu können. Mit seinem Team macht sich Meinhard Müller an die Arbeit. In Saarbrücken konnte er seine Mitarbeiter selbst aussuchen. Gemeinsam wollen sie mit ihren Forschungsergebnissen weltweit das Gesicht der Suchmaschinen verändern. Ein Computer, der die Musik selbst verstehen und suchen kann. Hilfreich hier, die Forscher kommen aus ganz verschiedenen Bereichen. Vielleicht kann man das für die Musikdaten gut verwenden. Gemeinsam nach Lösungen suchen. Kluge Köpfe in Deutschland zusammenzubringen. Ein wichtiger Grund für Meinhard Müller, nicht in die USA abzuwandern. Und diese optimalen Bedingungen braucht man auch. Schließlich ist Musik in ganz unterschiedlichen Formen gespeichert. Stellte sich bei den Forschern die Frage, wie kann man nicht nur diese unterschiedlichen Quellen aus CD, Noten, MIDI-Files sowie anderen Dateien zusammenbringen, sondern auch die musikalischen Gemeinsamkeiten erkennen. Auch in den Fällen, in denen verschiedene Künstler die Aufführung maßgeblich geprägt haben. Im Musikfall könnten solche Merkmale zum Beispiel Chroma-Merkmale sein. Chroma-Merkmale sind Merkmale, die lokal die Energieverteilung des zugrunde liegenden Audiosignals messen. Wobei die Chroma sich auf die 12 Tonhöhenklassen C, Cis, D, Dis und so weiter beziehen. Und es stellt sich heraus, dass solche Chroma-basierten Merkmale sehr stark zum Harmonieverlauf des Stückes korrelieren, aber robust sind eben unter Änderungen in der Klangfarbe. Inzwischen ist das Team um Meinhard Müller ein großes Stück weitergekommen. Mit einem eigens entwickelten Player ist es möglich, verschiedene Quellen von einem Musikstück in Echtzeit zu vergleichen, was einmalig auf der Welt ist. Also ich empfinde Herrn Müller einfach als eine rundum beeindruckende Persönlichkeit. Er besticht zum einen durch sein Talent und sein Wissen natürlich in der Informatik, in der Mathematik, aber er hat darüber hinaus eben auch eine sehr solide musikalische Ausbildung und das ermöglicht ihm nun diese Arbeiten zu schreiben. Ich bin sicher, er hätte es auch in jedem anderen Bereich im Leben zu was gebracht. Umso stolzer bin ich darauf, dass es uns gelungen ist, ihn hierher nach Saarbrücken zu ziehen. Seine Arbeiten gehören einfach zum Besten, was es auf diesem Gebiet weltweit gibt in der Musikdatenverarbeitung. Er ist dabei, dieses Gebiet wirklich auf neue Beine zu stellen. Und ich bin absolut überzeugt, dass seine Arbeiten Bestand haben werden über den Tag hinaus und wahrscheinlich in der Zukunft die Bedeutung dieser Arbeiten sogar noch wachsen wird. Was früher gar nicht möglich war, ist nun ein Kinderspiel. Per Mausklick kann ein Musikliebhaber oder Wissenschaftler von einer Datenquelle zur nächsten springen. Genauso leicht lässt sich innerhalb eines Musikstückes navigieren. Egal ob vorwärts oder rückwärts, sofort spielt das Computerprogramm die Stelle ab, die gewünscht ist. Und die musikalische Fachwelt interessiert sich sehr für die neuen Erkenntnisse. So hat Meinhard Müller auch ein gemeinsames Forschungsprojekt mit der Hochschule für Musik in Saarbrücken ins Leben gerufen. Das, was Meinhard Müller da entwickelt hat und was wir gemeinsam tun, ist ein wunderschönes, didaktisches, aufführungspraktisches
Beispiel vergleichen zu können, Interpretation, das, was Musik eigentlich ausmacht, wie wird es interpretiert, also zig Musikbeispiele untereinander gleichzeitig hören zu können, die Noten damit aufzuscrollen, das ist eigentlich schon toll, man lernt auch viel beim Hören und beim Vergleichen, dahingehend sind wir letztendlich alle hier begeistert. Und auch in der Ausbildung von Musikern kann das Wissen des Teams um Meinhard Müller eine große Rolle spielen. Die selbstgespielte Musik kann nicht nur aufgenommen, sondern auch verglichen werden. Mit eigenen früheren Aufnahmen oder auch mit dem Spiel großer Meister. Aber nicht nur der weltweite Musikbereich kann von den Forschungsergebnissen profitieren. Solche Alignment-Verfahren oder Synchronisationsverfahren sind auch wieder ganz abstrakt verwendbar für unterschiedlichste Bereiche, zum Beispiel auch in der Bioinformatik, zum Abgleich von DNA-Sequenzen oder im Bereich Text Information Retrieval zum Abgleich von verschiedenen, aber verwandten Textstellen. Also das sind dann allgemeine Prinzipien, Algorithmen, die gleichermaßen in verschiedenen Bereichen angewandt werden können. Und da sehen Sie also, dass man ganz schnell in informatische Gefilde reinkommt, die mit Musik nichts mehr zu tun haben. Musik und Informatik, zwei sehr unterschiedliche Bereiche. Aber zwei Gebiete, die sich gegenseitig bereichern und so viele Probleme der digitalen Informationsverarbeitung lösen können.